Yitschi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play Earthbound! Ja, wir haben uns jetzt eine Maus geholt. Exit-Maus, die wir werden auch gebrauchen. Warum ich eigentlich hier bei Tews nur angehalten habe, werden wir sehen. Einfach hier. Kidnapping is wrong. I'll be careful not to kidnap anyone. Ernsthaft? Hat er wirklich gesagt? Ihr so Entführung ist falsch. Ich werde nie versuchen, jemanden zu entführen. Ja. Oder es vermeiden. Das ist sehr witzig. Das wollte ich mal zeigen. Ach ja, wenn wir mal schon hier sind. Hundi! Hundi? Naja, laufen hier auf der Straße rum, sonst wirst du noch überfahren. Das ist merkwürdig. Yo, fantastic, you even take time to talk to animals, ja. Moment, bin ich vielleicht für verrückt halten, dass ich mit Tieren spreche und so. Ohne mich für Dr. Dolittle halten. So. Wollen wir mal hier checken? Und ich sag's mal wieder, ich hätte es auch gerne, wenn der Bus immer kommt, sobald ich gelesen habe, wann er kommen sollte. Ja. Er kann uns eigentlich bis nach Forsyth fahren. Aber ob wir so von Forsyth oder von Street in die Wüste gehen, spielt keine Rolle. So nebenbei. Was heißt hier nebenbei? Ich glaube, jeder, der Earthbound kennt, wird wahrscheinlich selbst darauf gekommen sein, dass ich bei diesem komischen lächelnden Sphären einen Fehler gemacht habe. Ich hätte vielleicht wieder Schild einsetzen sollen. Sollte ich mal demnächst mal ausprobieren, so dass ich wieder diese Grinsebacke wiedersehe. Und nicht erbauen kann. Ja, das ist mein erstes Spiel mit Earthbound. Das habe ich noch nie spielen können. Ja. Wir wollen in die Wüste gehen. Oh. Ich. Wo laufe ich eigentlich jetzt lang? Ich hätte doch da lang gehen können und so. Ja, egal. Hätte auch hier lang gehen können, was ich jetzt gut mache. Ich hoffe, ich habe jetzt mein Mikrofon jetzt besser hingestellt, was ein bisschen nervig, wenn man irgendwie meine Stimme... Ja, nie meine Stimme nicht hört. Ich meine, die hören sollte man ja schon. Man das Einatmen, Ausatmen. Mir ist es halt auch gefallen, dass man irgendwie mit dem Mund atmet, sobald man sprechen tut. Ich habe es bei allen Let's Player auch gesehen. Gut, es ist einfach halt bei meisten so, bei nicht allen oder bei wenigen. Who cares? Ich frage jetzt keinen jeden, aber... Sag mal, holst du immer tief hoch, wenn du weiter sprichst? Laut Hörer durch den Mund? Keine Ahnung. Und wir sind wieder in der Wüste. Max, ja. Sollen wir hier vorsichtig speichern? Dun, 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 dun. Oh, wir haben eigentlich verdammt viel Kohle. Dun, 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 dun. YouTube Money, Money, Money. YouTube Money, Money, Money. YouTube Money, 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 Money. Upp. Ich stelle es einfach mir vor, das ist einfach YouTube Money, was ich da kriege. Lass mal meine Träume, Leute. Was heißt hier? Ich arbeite zu hart? Mann, ich habe erst gerade angefangen. So. Aber ich find's geil. Gehen wir auf der Straße? Schwitzen wir nicht. Gehen wir hier lang? Schwitzen wir.
Gehen wir hier lang, schwitzen wir. Gehen wir wieder, schwitzen wir. Hab ich. So, jetzt mal lieber lassen, sonst kriegt ihr Sonnenstich. Also Leute, wenn ihr in der Wüste seid, bleibt immer auf der Straße, dann kriegt ihr keinen Sonnenstich. Versuchen wir mal das hier. Ja, ich rede immer mit den Dingern, mit einer Megalin. Können wir irgendwas nicht runtergehen auf die Straße? Ich krieg sonst Sonnenstich. Ach, gleich verkackt. Man macht das richtig, Leute. Das ist uns unfair. Na egal. Ich meine, die sind ja so nett und sagen, okay, wir machen wir machen ja für dich den Job. Ich meine, wer steht jetzt schon in der Wüste, um einen Geldautomaten zu helfen? Nein, armigen Banditen. Geldautomaten ist halt das, wo Ness immer gerne rangeht. Ich mag es nicht so gerne in die Wüste gehen, weil... Ist das ein Magic Butterfly da? Nee, der wirft einen dicken, fetten Schatten. Das ist nicht gut. Ich mag nicht hier lang gehen. Mann, die Kiddies neigen zu Sonnenstichen. Das ist... ein Magic Butterfly und der hat auch seltsamerweise auch einen dicken fetten Schatten. Boah. Wieso? Nein. Wieso beneige ich immer wieder dazu? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich bin, weil ich will nicht so lange hier bleiben. Ist doch verständlich, oder? Die Musik gefällt mir. Ich habe immer Angst, Sonnenstich zu kriegen. Das ist hier ganz schön die Gesundheit der Kiddies. Ja, vor lauter Panik weiß ich nicht, wo ich hin muss. Also ich weiß, wo ich hin muss, wo der Weg ist. Ja, lalala. Vielleicht an denen vorbei. Komm schon, Ness, du bist davon auch lange gegangen. Vorsicht, nicht Kakteen küssen. Die können schmerzhaft sein. Oder soll ich einfach mich da irgendwie oben hin? Weil ich einfach von irgendwelche Viecher rumfliegen sehen. Und die will ich nicht unbedingt begegnen. Nee, alles dicht. Oh. Hallo, Büffel. Dann, 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 warum schiebst du immer so Panisch, Panisch, sag mal, was ist hier los? Big Party? Oder warum ist hier so wieder los, Mann? Kommt, Leute. Ich will zu den Typen hin, den ich in Hamburger... Ja, da war's direkt. Und ich habe wieder total Panik geschoben. Deswegen habe ich mich nicht reingetraut, richtig. Ich Vollhorst, ich... Na dann schnell, ab in die kühle Höhle, bevor irgendjemand einen Sonnenstich bekommt. Da sind wir wieder. Würdest du mal Platz machen? Ich meine, wir sind hier, um deine Kollegen hier loszuwerden. Naja, Kollegen ist gut. Oh, ich sollte... Ach nee, ich habe ja gespeichert. Ich wollte noch mal... da oben speichern. Ja, du hast die Schlange verfehlt, Dude. Alter, du aggressives Biest, du. Ja, ich möchte keine PvP verwenden. So, so gehen wir mit Schlange um. Man haut ihn als auf den Deckel. Ach, die haben gar keinen Deckel. Versuche ich witzig zu sein. Irgendwie ja. Ob wir wieder Donald Duck auf Drogen treffen? Was war da eigentlich da oben? Da ist da irgendwas. Ach du meine Güte, was ist das denn?
Mann, ich kenne den Spruch, ein Strick drehen, aber eigentlich anders. Ist dann insgesamt 5... Oh, guck mal! Donald Duck auf Drogen mal wieder. Da läuft er einfach so komisch gegen die Wand und merkt das nicht mal. Ich glaube, jemand sollte Ente sagen, dass wir keine Drogen haben. Die Schlange sieht urig aus. Nee. Hier. Benutzt dann Laser. Die Schlange. Ach Mädchen, fängst du schon wieder mit deiner Tour an? Ich verfehle den Gegner. Und ich bleib dabei. Die Ente muss Drogen nehmen. Ich meine, schau doch mal, wie sie die Augen aufgerissen hat, die großen Pupillen. Hä? Ach so, das ist so eine Taktik, um ihr PP abzusaugen, ne? Ich hab's auch geahnt, das Wetter. Paula, du musst dafür die Schlange auf Eis legen. Und Jeff, du frierst das Ding an. Komm schon, Mädchen. Jep, hab ich mir schon gedacht. Aber Schlangen sind Wechselblüter, ja, müssen Wechselblüter sein und bevorzugen die Wärme. Und, du... Ich hab dich doch schon besiegt. Ach du Schande, jetzt sag mir nicht, der Typ wird immer wieder respawned. Nur 14? Ach. Danke. Danke, dass ich merke... Danke, dass ich erfahre, dass das verdammte Ding so ein Ding auf... Jetzt hat es verfehlt. Nee, Flash war das. Nee, du schlägst doch mal. Jeff, du spionierst ihn aus und verfehlt immer wieder. Und vielleicht war es nochmal ganz gut. Ach, jetzt fällt mir ein, ich hab den doch schon ausspioniert. Hör auf, aufzuweichen. Okay. Hat jemand gesagt, dass das verdammte Viech mich langsam nervt? Thank you.
Datei schütze dich mal. Aha, das kann er nicht ab. Hoffentlich gibt's oben in der Höhle Schmetterlinge. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch gegen ihn gekämpft. Wäre der Typ immer wieder noch respawned? Über mal Status. Okay, nimmst du mal diese, ja, für deine IQ halt. Ich kann mich doch erinnern, dass ich das Ding schon habe. Also diesen, ich sag mal, diese IQ-Kapsel. Wieso habe ich sie jetzt nochmal kriegen können? Ich habe schon eine Weile lang nicht mehr gespielt, aber... Und sie verfehlt schon wieder. Mädchen, bitte. So schwer ist es doch auch wieder nicht, Schlangen zu verkloppen. Ah, ja, ja. Soll ich das wirklich machen, weil aus irgendeinem Grund ist sie irgendwie zu blöd zu treffen. Oh, diesmal hat sie doch getroffen. Ein Wunder ist geschehen. Ja, wir helfen dir gleich. Hab durch, Jeff. Ja, super. Und Jeff ist vergiftet. Dürfte ich ihn wenigstens nochmal so heilen? Okay, Jeff, was hast du da? Ne, es gibt ihnen einen Hamburger. So. Sollte vielleicht nicht so durch die Gegend rennen. Oh, guck mal, wieder eine Drogenente, die wieder gegen die Wand läuft. Ja, wieso heißen sie Mad Duck? Bestimmt nicht nur, weil sie... Oh. War ich nicht hier, oder ist das jetzt so dieses typische... Wir sehen uns alle ähnlich gegen da. Nee, das sind durchgeknallte Enten. Nein, danke. Oh, jetzt sind wir so eine Snake. Nee. Sag mal, wartet ihr jetzt auf uns oder was? Liebe durchgeknallte Enten. Na, eigentlich. Vorsicht, nicht, ich wollte sagen, na, Englisch kann sein, dass das blöde Vieh wieder um die Ecke. Was ist denn hier los? Eine Gangbang-Party? Alles klar. Ein laufender Henkersaal. Also, ja, auf die Ente. Jeff, du spionierst diesen laufenden Seil da, Schlinge da. Mann, Mädchen, hör auf, immer wieder deine Feinde zu verfehlen.
Jedenfalls kann sie ausweichen. Ich möchte aber nur ehrlich gesagt... Ich will es eben nicht unbedingt durch Pipi verwenden. Okay, so schlimm war es nicht. Aber trotzdem. Ach meine Fresse, nicht schon wieder. Ja, durstige Schlange. Ist mir sowas fucking egal, weißt du, dass du durstig bist. Ich habe ja vergessen, dass sie ja Magnet einsetzt. Ich nehme hier mal diese komische, durchgeknallte Donald Duck Ente. Ich könnte es eigentlich so machen, dass ich mit Paula immer Magnet einsetze und so, dass sie die wieder die PP bekommt. Schlag und dann ist sie auch erledigt. Und dann könnte sie immer auch immer diese Giftschlange einfrieren. Tatsächlich, ich bin einmal rumgegangen. Okay, es ist wirklich ein Labyrinth. Und dann gehen wir mal nach unten. Oh, ja. Na. Jetzt ist er schon wieder vergiftet. Hoffentlich reicht das jetzt so. Paula! Machen wir mal so. Lass dir mal die Schlange. Ich Idiot, ich hab ja auf Feuer gemacht. Danke. Ja, ich muss leider mich selbst heilen. Moment mal, aber... Ach, Nessa... Nanu, bei Ness ist ja nicht das Zeichen des Totenkopfes, dass er vergiftet ist. Merkwürdig. Jess, ja, Jess, ich meine. Leute, gönnt euch eine Pizza. Mehr von den Dingern holen sollen. Wir versuchen es aber jetzt mal so. Die Schlangen sind nervig. Die haben auch keine PP, die ich absaugen kann. Hm.
Nein, jetzt haben wir auch mit Spinnen. Die sind auch giftig. Wetten? Ich will nicht gegen Spinnen kämpfen. Und gegen Schlangen auch nicht. Oh Mann, hallo. Jetzt haben sie sich verdoppelt. Habt ihr auch noch vermehrt oder was? Könnt ihr jetzt euch Zellen teilen? Ja, klar. Ja. Mal sehen, was jetzt... Oh, gesmashed, das ist gut, danke. So geht man mit giftigen Schlangen um. Man smasht sie. Alter, wieso sind es auf einmal mehr? Und da hinten ist ein Magic Butterfly. Fick die Wand an. Warum ist das blöde Viech da hinten? Naja, das ist eine gute Nachricht. Es gibt Magic Butterflies hier im Labyrinth. Die schlechte ist, sie ist natürlich nicht da, wo man sie brauchen könnte. Ich kann nur hoffen, dass das Viech jetzt noch da ist. Wetten, dass sie jetzt auf der anderen Seite ist, der Magic Butterfly. Nein, au ab, Schlange. Alter, was ist das für eine verfickte Scheiße, das ist dieser blöde Schmetter... Okay. Jetzt bin ich auf 39. Wäre schön, ob wir ein bisschen mitleveln könnten. Für die ganz schweren Fälle. Ich versuche jetzt, die Schlangen zu vermeiden. Ness, bleib doch nicht... Hä? Ach so, die ist da oben. Du kommst hier nicht runter. Kannst ruhig da oben! Bleiben und deine Brüder kannst du wegschicken. Alter! Würdest du mal eigentlich dich verpissen? Nimm die Beine in die Hand! Ach, nee, geht ja gar nicht. Das ist eine Schlange, die haben keine Beine. Ich hasse es auch, wenn die immer so hängen bleiben. Ah! Verdammt! Ich verstehe langsam, warum Indiana Jones keine Schlangen mag. Okay, du bist auch so... Warten wir nicht rum, weil der Biss ist einfach zu heftig. Wenn das Viech so giftig ist. Aber Vergiftung zählt auch ganz schön. Oh je, ob wir hier langsam aus dieser verfickten Hölle rauskommen? Moment mal, das ist ein Geschenk. Das ist ein Hinweis, dass da noch so... Oh! Nee, oder? Ja, da war ja was.
Okay, Leute, ich mache jetzt mal hier Schluss. Ich habe ja total vergessen, dass im Labyrinth hier auch sowas gibt. Also, dass da jemand auch Exit-Mäuse kriegt. Hätte ich mir das ganze Theater nach Ornith sparen können. Na, was soll's. Besser so als andersrum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. See ya!